National Amt zur Selbstverteidigung. Ob das wirklich sinnvoll ist? Finden wir gemeinsam raus. Hallo, willkommen, da ist der René Rosser vom Survival Show Berlinskund. Schön, dass du dabei bist. Wir schauen uns an, wo die Vorteile und die Nachteile liegen. Wir schauen uns auch an, wie ein Angreifer mit dem umgehen kann. Also schau dir das Video an, es ist umfangreich zu diesem Thema hier. So, die Idee ist ganz, ganz simpel. Du hast diesen Taschenalarm hier, der hat auch noch, ich habe den auf Amazon gekauft, gebe da unten den Link dazu. Und auch eine durchaus brauchbare Taschenlampe dabei, aber sehr einfach. Ich habe das am Schlüsselbund in der Handtasche irgendwo drauf hängen und ziehe jetzt diesen Stift raus und dann geht der Alarm los. So. Und dadurch wird Aufmerksamkeit erregt. Dadurch kriegt der Angreifer, ist nicht mehr in einer kleinen Blase sozusagen, sondern das Teil ist wirklich laut. Wirklich sehr laut. Es steht drauf 150 Dezibel. Das glaube ich nicht. Ja, weil das glaube ich nicht, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr laut. So, und dadurch, und das ist die Idee dahinter, soll das Umfeld darauf aufmerksam gemacht werden, dass es hier ein Problem gibt. So, jetzt gibt es viele Kritiker zu diesen Taschenalarmen und es gibt natürlich auch Nachteile, da kommen wir gleich dazu. Die sagen, pass auf, ich ziehe das raus, der Angreifer schlägt mich oder macht sonst was und nimmt dann diesen Stift. Nimmt dann diesen Stift und steckt ihn rein und alles ist ja gut. Und erstens, es war mal schon der Alarm da, das ist Punkt A. Und Punkt B, das ist wichtig, man macht das ja anders. Man zieht raus, tut mir leid, und wirft das weg. Dann kann er mal suchen gehen. Also man wirft diesen Stöpsel hier weg und dann kann er mal suchen gehen. Das macht nur Sinn, wenn ich in der Stadt bin oder irgendwo, wo auch andere Leute sind. Ich bin jetzt hier im Wald, das kann an ganzen Tag kann das hier piepsen, das kriegt keiner mit, also das hat hier keinen Sinn. Aber in der Stadt sehr wohl. Und für welche Leute ist das gedacht? Das ist nicht für den durchtrainierten Nahkämpfer, Selbstverteidigungsexperten oder weiß ich nicht was, sondern das ist für Menschen, die einerseits sich irgendwie wehren wollen, ohne jemanden gleich den Angreifer zu attackieren, ja? Sich vielleicht auch nicht in der Lage fühlen, mit einem Pfefferspray oder mit einer Pfefferpistole, ja? Mit einer Pfefferpistole zu agieren. Denn diese Pfefferpistole, die ist auch aggressiver als das hier, ne? Weil das macht einfach und da richte ich eine Waffe sozusagen auf jemanden anderen. Und für die Leute, die sowas nicht wollen, ist das eine Möglichkeit, aber sich trotzdem ein gewiss schützen wollen, ist das hier zum Beispiel eine Möglichkeit. Vielleicht auch noch in Zusammenhang mit einem Kubutan, den ich da einstecken habe, aber dazu später. So, und es ist für gebrechliche Leute, zum Beispiel für Kranke oder Gehbehinderung haben oder ältere Leute, ist das eine Möglichkeit. Natürlich hat so wie jedes Selbstverteidigungsinstrument auch das hier ganz klare Nachteile, nämlich ich kann nichts tun, ich kann nur Aufmerksamkeit erregen, ich kann nur Düt machen. Und das heißt, es ist in gewissen Situationen sinnvoll und wahrscheinlich gut und richtig und in anderen Situationen absolut sinnlos. Absolut sinnlos. Wir machen jetzt dann nachher auch noch einen Test. Also so einfach einmal ein ganz grobes Spektrum zu geben. Wenn wir jetzt zum Beispiel das am Schlüsselanhänger haben und das runterziehen, ja, dann kann man es zuhalten. Und jetzt hörst du das nicht mehr so. Also könnten manche sagen, naja, der Angreifer könnte das dann irgendwie hernehmen oder so, oder er könnte hergehen und könnte es zertreten. So, ich habe jetzt hier Waschbetonplatte und ich habe meine Gummistiefel an. Und ich gehe mal davon aus, statt Beton. Tja. Ich glaube, das war's mit dem Alarm. Ja, das war relativ rasch, relativ vorbei. Und zwar, die Batterien werde ich natürlich, also diese Knopfzellen, die werde ich natürlich wiederverwerten. Ich habe da ein paar Mal drauf getreten und es war vorbei. Da muss man aber jetzt auch dazu sagen, ich war ja auf die Sache vorbereitet. Ich habe das jetzt gezielt als Test gemacht. Ja? Das heißt, ich sage jetzt Folgendes. Wenn du es mit einem Angreifer zu tun hast, in einer Situation, wo auch andere Leute in der Gegend sind, der im ersten Schritt auf so etwas überhaupt nicht vorbereitet ist. Das heißt, nicht der Profikiller, gegen den hilft wahrscheinlich eh gar nichts, überhaupt nichts, sondern irgendein Gelegenheits
Täter, Angreifer, dann macht es durchaus Sinn, Aufmerksamkeit zu erregen, eine Schrecksekunde beim Gegenüber auszulesen, ohne dass ich dem gleich irgendwie was reinsprühe oder draufhaue oder so irgendwas. Da ist das auf jeden Fall sinnvoll. Aber wenn du glaubst, dass das eine Lösung ist, so für generell für alles und für sowieso, dann natürlich nicht. Denn wenn du es mit jemandem zu tun hast oder mit einer Gruppe zu tun hast und du auch nicht in einem Bereich bist, wo du Hilfe erwarten kannst, dann ist das natürlich absolut sinnlos. Ne? Das haben wir jetzt leider gerade gesehen. Also, so wie so oft bei Selbstverteidigungsthemen, ist es jede Situation einfach anders. Was es gemeinsam hat, ist, dass ein Kontrollverlust im Moment dasteht. Ja? Und das ist auch bei diesem Teil hier so, dass der Kontrollverlust, wenn du angegriffen wirst, manchmal so groß ist, dass du weder was ziehen kannst oder schlagen kannst oder da was rausziehen kannst, wenn du nicht in einer, ich sag jetzt mal, Aufmerksamkeit zu diesem Thema bist. Das heißt, für manche ist das jetzt absolut paranoid, was ich sage, wobei ich das konstruktiv paranoid, wie immer meine. Es ist, wenn ich rausgehe, dann habe ich immer eine gewisse Aufmerksamkeit. Das hat nichts mit Angst zu tun. Also nicht, dass ich jetzt glaube, überall ist irgendwer, der mich angreift. Das wäre krankhaft. Das wäre krankhaft. Aber immer so zu sagen, Sicherheit zu 100%, die gibt es nicht. Und wenn ich da draußen bin, ob in der Stadt, im Wald bin ich sowieso entspannter, aber in der Stadt, ja, dann bin ich für meine Sicherheit selbst verantwortlich und muss nicht nur irgendwas mithaben, ja, denn das hilft nur zum Teil, sondern ich muss auch immer aufmerksam sein und schauen, wer ist rund um mich, welche Leute sind das, wer geht da. Da gehen Männer, meistens glaubt man ja in Männer, man muss aber auch aufpassen, es soll auch Frauen geben, die Verbrechen begehen, ja, und Diebstahl ist ja noch das Wenigere. Ja? Natürlich Gewalttaten, das ist der Statistik klar, dass das Männer sind, aber trotz alledem tendenziell mehr Männer, aber so von der Idee her. Ja? Jeden mal anschauen und sagen, überprüfen, und ist das jemand, der auch so herumgeht und nicht schaut? Gut. Ja? Ist das jemand, der selbst beobachtet und schaut? Ja? Und da gibt es eine sogenannte Baseline. Das heißt, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, und ich erzähle dir gleich eine kleine Geschichte dazu. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann gibt es da eine Baseline und die muss man halt durch Aufmerksamkeit aufnehmen. Was bedeutet das? Das ist so, wie es halt immer ist, dass die Autos vorbeifahren, dass die Leute gehen und telefonieren und aufs Smartphone schauen. Ja? Das ist klar, das ist so ein, in der Früh die Schüler in die Schule gehen, die Pendler hin und her, in der Mittagspause. Gut, aber dann manchmal weicht etwas von der Baseline ab, da ist etwas anders. Und zwar, eine Geschichte, hätte eigentlich viele, aber eine Geschichte, ich gehe mit meinen Kindern von meiner Mutter zu Hause in die Wohnung, wo wir früher gelebt haben, und ich gehe da und im Kinderwagen den Tobias und den Patrick an der Hand, und es war schon dunkel, und wir gehen an einer Straße und die Autos fahren normalerweise vorbei, und das höre ich, ja? Also ich bin immer irgendwie da, immer eingeschalten. Auch bei den Videos ist das häufig so, dass ich irgendwo was höre und dann muss ich hinschauen. Es ist so. Und ich kann mich noch genau erinnern, auf der linken Seite, ich höre hinten ein Auto und das fährt langsamer. Und ich denke mir, komisch, und das fährt ganz langsam und wir gehen so rauf, da ist eine Brücke, da ist unten ein Mühlbach, und wir gehen rauf auf die Brücke und denken mir, warum fahren die so langsam? Und die fahren ganz langsam vorbei. Wenn es ein Polizeiauto gewesen wäre, ich habe zurückgeschaut, dann hätte ich mir gedacht, naja, die fahren Streife. Nein, waren zwei Männer drinnen, und da kriege ich, nicht, dass ich jetzt sage, oh, das sind Verbrecher. Nein, aber dann bin ich gleich einmal vorsichtiger. Dann gehe ich ein Level in die Höhe und sage, okay, was ist da los? Das heißt, da könnte ich jetzt schon, wenn das was bringt, wenn zwei Männer aussteckt mit einer Pistole, mit dem Pfeffer oder mit einem Messer, da brauche ich nicht mit dem anfangen. Aber da bin ich schon einmal aufmerksamer. Weil man muss ja nicht immer kämpfen. Man kann ja auch flüchten. In der Situation mit dem Kinderwagen zwar blöd, aber von der Idee her. Das beschreibe ich ja in meinem Buch, die 10 Survival-Regeln. Ja, kannst du natürlich auch unten bei mir erwerben, das ist eh ganz klar. Aber da beschreibe ich das, dass das Reptiliengehirn mehreres kann. Freeze, Kontrollverlust, oder eben Kampf, Verteidigung, oder abhauen. Ne? Das sind so die Basisstrategien. Aber egal. Auf jeden Fall, ich habe mir schon gedacht, okay, ich bin ein Level in der Höhe, was ist da jetzt los? Sind sie zurückgefahren, haben dann, und als sie umgedreht, sie sind vorbeigefahren bei uns, und da weiter vorne war eine Kreuzung, und haben sie umdrehen und haben mir gedacht, Halleluja. Okay, also wenn die weitergefahren wären,
Hätte mir gar nichts gedacht. Auf einmal drehen die um. Aber ich habe die nicht provoziert. Ich habe gar nichts gemacht. Ganz unauffällig. Jetzt habe ich mir gedacht, was wird hier jetzt passieren? Dann gehst du noch einmal ein Level in die Höhe. Und da wir jetzt zum Beispiel, ich meine, hätte in dem Sinn wahrscheinlich nichts gebracht, weil die Straße menschenleer war und so weiter. Da wir jetzt zum Beispiel das Ding interessant herauszunehmen oder schon am Abzug zu sein oder den Pfefferspray bereit zu halten oder Schlagstock oder natürlich billige Eigenwerbung. Soll ich ihn rausnehmen, den Kubutan? Ja, ich nehme ihn halt raus, ne? Oder soll ich ihn rausnehmen? Ich habe ihn gar nicht mit. Nämlich den Multitool von mir, ne? Auf jeden Fall, da wäre dann die Situation. Und sind sie auf der gegenüberliegenden Straßenseite weitergefahren und dann bleiben sie auch noch stehen. Und das ist, ganz häufig sind solche Sachen ganz normaler Zufall, aber da muss dein Gefahrenlevel, also die Aufmerksamkeit und das Drohpotenzial, da musst du dann mitgehen. Und dann steigt einer aus. Und das war jetzt wirklich für mich schon, ich habe gedacht, jetzt, was ist da jetzt? Sie wollten aber gar nichts von uns. Er ist auf die andere Seite gegangen, hat einen Plastiksackerl genommen, da war irgendwas drinnen, und hat das in den Bach geworfen, ist eingestiegen und weitergefahren. Eine sehr eigenartige Geschichte. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe da sehr, sehr viele Sachen, weil ich das immer wieder wahrnehme, aber das wäre jetzt eine dieser Geschichten. Aber von der Idee her. Das heißt, du gehst und du bist immer aufmerksam. Du hörst, du siehst, du schaust, und wenn sich etwas nicht so verhält, wie es sich normalerweise in dieser Basislinie, in dieser Baseline verhält, dann musst du rausgehen, dann musst du reagieren. Und da wäre jetzt dann eben der Punkt für sowas hier oder was auch immer, oder für Selbstverteidigungsfähigkeiten oder was auch immer. Meistens ist ja eh alles harmlos, aber wenn es soweit ist, dann musst du auch vorbereitet sein, nämlich nicht nur getrainiert haben, das auch, das Ziehen trainieren oder Schlagen oder Abwehren oder Laufen oder was auch immer trainieren, aber es ist mehr. Die Ausrüstung vielleicht, die man hat, das Können, das man geübt hat, und ein Gefahrenbewusstsein und die dazugehörige Aufmerksamkeit. Das war's. Schreib mal einen Kommentar, Daumen nach oben oder nach unten, ja, ganz wie du magst. Natürlich kriegst du wieder die Informationen einerseits zu dem YouTuber, schicke dich dann eben zu meinem Buch und auch dieses Teil hier, das ich bei Amazon gekauft habe, vielleicht für den einen oder anderen oder die andere interessant. Also ich möchte die nicht verteufeln, überhaupt nicht. Sie haben ihren Bereich. Schreib mal was dazu, das wäre super. Abo und ein paar andere Videos und danke fürs Dabeisein. Ciao.